Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und neben mir steht Juan Galvez, Fachreferent an der SLUB Dresden und auch zuständig für Digital Humanities. Und wir sind gerade im Stellenbosch Spear 1692. Genau, die Weinfarm. Weinfarm, ganz toll. Genau, und zwar an einem Sonntag. Deswegen, um uns hier so ein bisschen zu akklimatisieren. Mhm. Und werden morgen nach Mamre. Nach Mamre fahren, genau. Das ist die zweite Missionsstation, historisch gesehen, der Moravian Church, also der Herrnhute. Und die hieß früher mal Grönekloof. Grönekloof. Ja, also das heißt, einer der Posten, die in unseren Missionsnachrichten, und deswegen sind wir eigentlich hier, gefördert von Virtuos, damit wir mit der University of Stellenbosch eine Kooperation, Lern-Lern-Kooperation aufbauen. Und wir besuchen jetzt eigentlich hier in Südafrika Orte, die wir nur aus unseren Quellen kennen, genau, und die wir zum Ausgangspunkt machen wollen für unsere virtuellen Exkursionen und für die Kollaboration mit Studierenden und mit Professionals hier vor Ort. Und heute Stellenbosch, weil wir tatsächlich eine ganze Menge vorhaben. Also morgen Mamre und am Mittwoch geht es nach Renandal, das hieß früher mal Bavianskloof. Ja. Und das ist, war die erste Missionsstation der Herrnhuter hier in der Nähe vom Kap, also in der südlichen, im südlichen Teil der Kap-Gegend in Südafrika. Und dann letztendlich am Freitag nochmal ins Archiv. Ja, genau. Und zwar ist es so, dass wir da versuchen, mit unterschiedlichen Personen zu sprechen. In Gnadental werden wir möglicherweise aus dem Archiv heraus zwei virtuelle Exkursionen aufbauen. Mhm. Und es gibt in Südafrika einen interessanten Punkt, den wir vielleicht an den anderen Missionsposten, also wie in Nordamerika, so noch nicht hatten, nämlich eine sehr starke Orientierung an Musik. Also Herrnhut wird auch als die singende Gemeinschaft bekannt. Und das schlägt hier in Südafrika natürlich sofort an und das werden wir ausnutzen. Das ist das Ziel. Auf jeden Fall. Wenn ihr wollt, wir werden ab und zu mal noch ein paar Bilder veröffentlichen und das Ganze jetzt einstellen in unserem Blog, dem Moravian Knowledge Network, und so, dass wir da einen schönen Reisebericht machen von uns beiden und ein paar anderen Leuten jetzt aus Südafrika. Also bis dahin, ciao. Super, tschüss.